Enemy Origins gehört also zu Hardcoreo dazu. Ist kein Vanilla-Forschungsding. Braucht allerdings Enemy Remains. Das heißt, ihr müsst irgendwelche Gegner dafür töten. Werde ich also erst machen, wenn die ersten Angriffswellen durch sind. Ja. Okay. Fabriken bauen für erste Automatisierung wäre schick. Aber ich denke, ich gehe lieber erstmal auf eine Rüstung, damit ich nicht gleich gewonnen-hittet werde. Ja, also 10 rote Tränke, Rüstung, go go. Bau mehr davon, du brauchst mehr Kupferplatten. Okay. Kurzer Trip runter zum Kupfer, nimm das mal mit. Unterwegs immer schön ein bisschen Sache abbauen. Und wie ich es vorher gesagt habe, das fühlt sich total komisch an, so langsam zu laufen. Verglichen mit den MK-zigtausend Speed-Modulen, die wir hatten. Also den Gehhilfen. Mist. Das Kupfer war gar nicht unten. Das hatte ich da oben mit hingebaut. Hätte gar nicht runterlaufen müssen. Wo war das? Ach so. Ich habe noch gar kein Kupfer automatisiert. Okay. Du hast kein Kupfer um Kupfer. Ich wollte das jetzt. Ne? Hier einfach die Teile hochschieben und dann hier ein Electric Mining Drill hinsetzen. Aber wir haben nicht genug Kupfer, um das zu machen. Was ein wenig ärgerlich ist, aber gut. Das sollte reichen. Nimm dich da, schmeiß dich da, so hier da. Bau davon welche. Gut. Reicht noch nicht ganz. Aber ich würde ganz gerne hier schon mal hin die Teile setzen. Und die paar roten Tränke, die ich habe, hier reinschmeißen, damit die Forschung schon mal weitergeht. Du. Bisher noch keine Angriffswelle, das ist gut. Das ist sehr gut. Her damit. Und bau, was fehlt dafür jetzt schon wieder? Noch mehr Kupfer. Gib. So, Mining Drill, gut. Ich bräuchte eigentlich auch demnächst einen für Stein. Stein brauchen wir ja doch immer wieder. Aber Kupfer ist wichtiger. So, ein Mining Drill hierhin. Mit direkt einem Schmelzofen, der voll mit Kohle ist. Okay. Das hätten wir also auch. Nimm das. Davon 4 Stück und damit müssten wir jetzt schon fast genug haben für die Forschung, dass ich gleich die Rüstung bauen kann. Dafür. Setz das da rein. Go. Her damit. Okay, ein kurzer Trip. Die Sachen hier aufladen. Was könnten wir bauen? Licht, nicht ganz so wichtig. Stahlwerkzeug könnte helfen. Was ist das? Improvement of Oxygen Consumption. Ah, man kann also irgendwie auch dafür sorgen, dass man weniger Sauerstoff verbraucht. Okay. Aber ich denke, jetzt wäre die Fabrik eher sinnvoll, dass ich schon mal Steinzahnräder, Eisenzahnräder und Draht automatisiere, also halbautomatisiere. Einfach nur mit Kisten und Ärmchen und dann immer von Hand reinlegen, so wie wir das gewöhnt sind. Machen wir das. Dich auffüllen. Dich austauschen. Und die Rüstung bauen. Gott. Und Q war die Schusswechseltaste. Ich baller mal einen Baum weg, einfach nur zum Testen. Gut. Und was macht die andere? Wow. Die andere war die, wo nur Schaden 3 stand. Aber die hat diesen Expanding-Effekt. Expanding 40 Einheiten der Fraktion, der Teil, der Teilung, der... Keine Ahnung. Sehr komisch. Aber es scheint auf jeden Fall mehr Schaden zu machen. Reichweite ist gleich. Uff. Ich stelle einfach von beiden ein bisschen was her. Dann ist gut. Wie sieht es denn im Stromverbrauch aus? Es geht immer noch. Okay. Bau bitte... Haben wir Tränke, damit wir gleich die Fabriken bauen können, die den Tränke selber herstellen.
7 Basen. Sehr schön. Ganz Gallien? Nein. Ach Gott. Gib her, gib her, gib her, gib her. Bau ein Electric Mining Drill für Stein, bitte. Ich habe das Bedürfnis, noch mehr hier aufzubauen für noch mehr Eisen und noch mehr Kupfer. Aber ich denke, Boiler wäre eher sinnvoll. Weil wir bald Stromprobleme bekommen werden. Boiler, Boiler. Mach den mal kurz weg. So, du bist immer noch verbunden? Ich glaube schon. Da, da, da. Sind jetzt viel zu viele Boiler für den einen Engine. Aber das wird sich schnell genug ändern. Da kommt bald ein zweiter ran und dann ein dritter und dann gucken wir weiter. Dann haben wir immer wieder hier unseren engen Engine-Block, den wir ja schon kennen. Mit den 3x5 Steam-Engines hintereinander. So, mit. Fabriken sind in Arbeit. Ich wollte Stein automatisieren. Das war hier irgendwo. Oh, mir fällt gerade ein, wie schwierig das später werden wird, sobald wir keine Ressourcen mehr haben. Weil das Endlos-Ressourcen-Ding, was wir in der letzten Staffel hatten, das gibt es hier ja nicht mehr. Hier ist wirklich jetzt jedes Feld beschränkt. Das heißt, wir müssen später expandieren. Und wie ihr sehen könnt, gestaltet sich das als ein wenig schwierig, wenn um einen herum überall schon Basen sind, die man nicht zerstören kann. Okay, ich bereite schon mal... Nimm mal den Insert und baue schon mal ein paar davon. Dann transportiere ich schon mal das Kupfer von hier in Richtung Hauptbasis, damit ich nicht jedes Mal so viel hin und her laufen muss. Ah, ist noch ein Stück Baum mehr. Es fehlt nur Eisen, okay. Ja, damit, ja, damit. Licht klingt jetzt echt nicht so schlecht. Oh, die braucht definitiv mehr Eisendinger, das reicht so nicht. Gut, Fabriken können gebaut werden. Was als nächstes? Mauern? Ich weiß nicht, wo die richtige Verteidigungs-, also wo unsere Basis genau ist. Also wir sollten wahrscheinlich das Schiff verteidigen. Wenn das zerstört wird, ist wahrscheinlich Game Over. Das heißt, da in der Nähe muss irgendwo unsere Basis sein. Aber nee, Toolbelt ist nur ein extra Ding, was ganz nett ist. Underground Belts wären praktisch. Shotgun Shell Damage Bonus 1%. Was ist das? Unknown Key Modifier Description. Achso, das scheinen verschiedene Munitionsarten zu sein. Also jede Munition macht mehr Schaden, wenn ich das hier erforsche. Wobei jetzt 1% von 30 Schadenspunkten nicht so wirklich viel ist, ne? Das wird sogar weggerundet, oder? Hm. Erforsch mal Stahl. Dann haben wir wenigstens besseres Werkzeug und können in Richtung besserer Rüstung gehen. Okay, go. So, ich hätte gerne einen neuen Drill. Und ich baue mal ein bisschen was von Hand ab, einfach nur damit das hier alles schneller aufgefüllt wird. Wobei, es kann gut sein, dass die Dinge gar nicht hinterherkommen. Richtig. Nimm bitte einen mehr davon, setz den hier hin. Dreh das Teil einfach mal. Du bist auch voll sein mit Eisenerz, richtig. Das heißt, ich bräuchte jetzt Stein. Das ist gut, das haben wir gerade, ne, hier eingerichtet. Gib mir Stein. Oh, und es gibt neue Musik, kann das sein? Mach mal Musik ein bisschen lauter. Und gehört Musik zu Ambient? Ich denke schon. Machen wir das auch ein Tick lauter. So. Davon hätte ich gerne noch welche. So, setz den dahin. Dreh den so. Das heißt, alle paar Minuten drehe ich dann den Drill, dass immer überall 50 Eisenerz drin ist. Ich sollte auch hier schon mit Fließbändern arbeiten, ich weiß. Das mache ich bald, keine Sorge. So, 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 so. Erste Fabrik? Nein, noch mehr Drills für noch mehr Eisen. Du
Weißt du was? Ich mach den hier mal weg. Drill. Drill. Fließband. So sollte das eigentlich aussehen. Und dann hier die Schmelzöfen in einer Reihe. Genau. Alles schön. Eine Reihe und Glied. Flop, 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 flop. Ich habe bei weitem nicht genug Kohle. Ja. Also nächster Drill geht in Richtung Kohle. Hier kommt mal alle mit. Laute Musik. Du dahin, du dahin. Achso, hier brauchen wir auch überall zwischen die Posts, damit wir die Ärmchen befeuern können. Ja, bau davon noch mehr. Mehr Ärmchen. Gut. Ärmchen rein, Ärmchen rein, Ärmchen rein, Ärmchen rein, Ärmchen rein. Und nochmal das Ganze für Ärmchen raus, Ärmchen raus, Ärmchen raus. Ich werde mir jetzt übrigens... Ich werde mich zusammenreißen, zu versuchen, kein Muster zu bauen. Und die Musik ist echt zu laut. Da. Also kein Muster zu machen. Weil das kann ich mir einfach nicht leisten. Nicht wirklich. So, und dann kommt das hier alles auf noch mehr Fließbänder. Und die Fließbänder kommen zu einer Kiste. Und da kommt ein Ärmchen hin. Und dann haben wir hoffentlich... So. Da haben wir hoffentlich schon mal das Eisen einigermaßen... geordnet. So. Das heißt, ich muss hier nur ab und an mal nachfüllen und dann ist gut. Und es scheinen jetzt schon zu viele Drills zu sein für die Schmelzöfen. Also bräuchte ich mehr Schmelzöfen oder weniger Drills. Sei es drum. Bau. Kupfer. Ja. Kupfer ist das nächste, worauf wir uns konzentrieren müssen. Her damit. Da. Weil da ist nur ein Drill und wir haben 8 feindliche Basen. Wo ist der nächste? Der nächste ist da. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo eine Basis auftaucht, sind wir komplett eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich früher irgendwas hätte machen sollen. Also weglaufen. Was ist, wenn man wegläuft? Also wir starten ja hier und hier spawnen jetzt überall die Basen. Was ist, wenn ich einfach hier hinten laufe? Hier hinten sind keine Basen. Also ich glaube, es gibt keine natürlich entstehenden Basen. Es gibt nur die, die hier auch gleichzeitig angezeigt werden. Das heißt, die Basen wären dann wesentlich weiter weg von uns. Problem ist wahrscheinlich das Raumschiff. Also das Wrack. Das wäre dann ungeschützt, wenn man wegläuft. Nee, okay. Okay, okay, ist ein Argument. So, das bauen wir hier mal kurz ein wenig um. Du geh mal so hin, leg hier das Erz rauf. Dann lässt du das hier weg. Und da komme ich hier die Ärmchen hin für die Schmelzöfen. Dazwischen noch irgendwo so einer davon, genau. Und ihr habt alle nicht genug Kohle, deswegen teilen wir das ein bisschen auf. So. Noch eine Reihe von Poles. Zack und zack. Und dann wäre das auch schon soweit. Sehr gut. Also es läuft einigermaßen. Die erste halbe Stunde ist gleich rum. Für einen Factorio-Start für mich ist das okay. In der ersten halben Stunde habe ich normalerweise die Stromversorgung und die ersten Forschungsdinge. In den letzten Staffeln. Jetzt habe ich hier schon die Automatisierung von Kupferplatten und Eisenplatten soweit ganz gut. Lässt sich also sehen. Ist okay. Bau da, das, das und das. Das heißt, in den nächsten Folgen wusel ich mich einfach weiter ganz normal durch, als wenn es Vanilla Factorio wäre. Und warte auf den ersten Angriff. Und sobald wir dann die erste DNA haben, können wir auch mit der anderen Forschung weitermachen. Du. Eisen fehlt, ja. Okay. Also, nächste Folge. Weitermachen mit noch mehr Kupfer Drills, damit wir hier mehr Kupfer Erz haben. Die Kupferplatten weiterschieben bis ganz zu unserer Basis, genauso wie das Gestein, damit das alles hier einigermaßen neutral gelagert ist.
dann wäre der nächste Fokus die Kohle. Weil wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt überall hier schon wieder Engpässe. Oh, das wird nicht schnell noch abtransportiert. Hab überall Engpässe, dass das nicht gut genug befeuert wird. Ja, damit. Ich will Substations haben. Substation MK2. Mach daraus mal eine größere Kiste. So. Also, ersten zwei Folgen Hardcore erfolgreich überlebt. Was aber nicht schwer war, weil wir nicht angegriffen wurden. Ich bin gespannt, wie lange wir durchhalten. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bye, bye.